Jetzt habe ich es. So, jetzt habe ich es. Hallo, ich bin heute hier, um euch von dem Projekt Sicher und Bewusst im Netz zu berichten. Das ist ein Workshop-Format von der digitalen Gesellschaft gewesen, was ich im letzten Jahr an einer Schule in sozial benachteiligter Lage in Wedding durchgeführt habe. Und davon möchte ich euch heute berichten, von den Erfahrungen. Erstmal was Allgemeines zu dem Projekt Sicher und Bewusst im Netz. Das ist hier ein Screenshot von der Webseite vom Quartiersmanagement Pankow, die das Projekt beschreibt. Und ja, ich zitiere einfach von der Seite mal, da steht: Zentrales Ziel des Projekts ist es, durch Informationsveranstaltungen den bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien und sozialen Netzwerken unter den Nutzerinnen zu fördern. Sie sollen für Fragen der Privatsphäre und des Datenschutzes sensibilisiert und hinsichtlich eines gewaltpräventiven Umgangs mit modernen Medien geschult werden. Das ist, worum es in diesem Projekt geht. Das läuft schon seit 2014. Damals war ich aber noch nicht dabei. Damals hat die digitale Gesellschaft oder Leute von der digitalen Gesellschaft sind damals zu verschiedenen Einrichtungen in den Bezirk Wedding gegangen und haben da halt einzelne Workshops gegeben. Das waren zum Beispiel das Haus der Jugend am Nauener Platz oder das SOF Skunderdorf. Und im Jahr 2018 hat sich dann die Chance aufgetan, an einer Grundschule in Wedding eine Reihe von Workshops als Unterrichtseinheiten zu geben, die eben im regulären Unterricht. Erst in den 6. und später auch nochmal in den 5. Klassen. Die digitale Gesellschaft hatte zu dem Zeitpunkt niemanden, der das gerade machen konnte. Deshalb hatte Ingo von der digitalen Gesellschaft mich angesprochen, ob ich Interesse hätte, das zu machen. Ich hatte in der Vergangenheit schon öfters in anderen Projekten Workshops mit Kindern und Jugendlichen zu diesen Themen durchgeführt. Nur im Unterschied zu dem war es eben so, dass meine Workshops bisher immer eher so an Gymnasien oder so stattfanden. Und diesmal war es eben eine komplett andere Zielgruppe. Ja, jetzt habe ich hier so. Ja, das Ganze hat mich durchaus auch gereizt, weil es einfach die Möglichkeit gab, mehrere Workshops nacheinander zu machen. Das heißt, man konnte den ganzen Stoff einfach vertiefen. Und ja, ich muss vielleicht noch sagen, ich habe eher einen technischen Hintergrund als einen pädagogischen. Und ja, ich habe das dann mal ausprobiert. Wenn wir erstmal einen Blick auf die heutigen Schulen werfen, was ist denn da so die Ausgangslage? Wie sieht es denn da so aus? Ich habe nochmal ein Symbolbild mitgebracht, ist jetzt nicht von der Schule. Aber ne, erstmal kann man halt sagen, in Bezug auf technische Ausstattung an Schulen hat sich in den letzten 20, 30 Jahren nicht so viel geändert. Es gibt kein Internet in Klassenräumen, das ist zumindest der Regelfall. In den meisten Schulen ist es immer noch so, dass Computer nicht in jedem Raum zur Verfügung stehen, wie man das vielleicht denken würde. Schließlich sind wir heute überall von Computern umgeben, sondern es ist klassischerweise immer noch so, dass Computer halt separat in einem Computerraum sind. An vielen Schulen hat man immerhin diese interaktiven Whiteboards, diese digitalen Tafeln. An der Grundschule, an der ich war, gab es die allerdings nicht. Gleichzeitig muss man aber sagen, wie man auf dem Bild hier auch sieht, die Schüler haben natürlich alle ihre Smartphones in der Tasche. So, ein paar Worte zu der Schule, an der ich da war. Das ist, wie gesagt, eine Grundschule in Wedding. Sozial benachteiligte Lage. In dem Fall war es bei den Klassen, in denen ich war, erzählten mir die Lehrer so, dass es einfach so ist, die Kinder haben einen hohen Anteil von Eltern mit einem Berlin-Pass. Eltern sind sogar teilweise Analphabeten. Für viele Kinder, die ich in den Klassen sitzen hatte, war Deutsch die Zweitsprache. Auch in der 5., 6. Klasse hatten einige von denen noch Probleme, größere Probleme mit dem Lesen und mit dem Schreiben. Sie hatten alle einen sehr relativ kleinen Wortschatz und ja, die Eltern erzählten mir halt teilweise auch, dass manche Eltern einfach davon ausgehen, dass ihre Kinder später von Hartz IV leben werden. Ja, als ich da angefangen habe, am Anfang, habe ich so zum Einstieg mit den Jugendlichen erstmal drüber geredet, was nutzt ihr eigentlich so für Technik, habt ihr Smartphones, wie nutzt ihr das Internet, hatte erstmal eine kleine Umfrage gemacht und kann so zusammenfassend sagen, in der Zielgruppe 11 bis 12 Jahre, alle Kinder hatten praktisch ein Smartphone. Es gab halt hier und da mal ein Kind, was keins hatte, vielleicht mal ein, zwei pro Klasse, aber im Regelfall hatten die schon alle ihre eigenen Smartphones. Computer spielen keine sonderlich große Rolle für die Zielgruppe.
Die wachsen halt einfach mit den mobilen Geräten auf. Und ja, Studien sagen sogar auch, dass so Kinder, sozial benachteiligte Schülerinnen teilweise mehr Medien konsumieren als andere Kinder. Ich habe sie natürlich gefragt, was macht ihr so im Internet, was macht ihr auf eurem Smartphones? An allererster Stelle stehen halt WhatsApp und YouTube. Wer ein Smartphone hat, nutzt auf jeden Fall auch WhatsApp in so einer Klasse. Ja, Gaming ist noch ziemlich wichtig. Instagram nutzen auch sehr viele, aber definitiv nicht alle. Wie gestaltet man Unterricht, wenn man in so einer Schule ist, in der alles noch ist wie in den 90ern? Ich habe im Regelfall meinen Laptop zu diesen Workshops mitgenommen. Ich habe mir von der Schule einen Beamer zur Verfügung stellen lassen. Die gab es dann schon, die konnte man sich leihen. Das heißt, ich konnte Videos zeigen, ich konnte Präsentationen zeigen, ich konnte Dinge im Internet zeigen. Und ja, manchmal habe ich einfach gesagt zu den Schülern, bringt mal eure eigenen Smartphones mit, dass wir damit auch arbeiten können. Wir wollen ja schließlich über das Internet sprechen und habe dann halt einfach einen LTE-Router aufgestellt, sodass die sich eben auch alle damit verbinden konnten und wir einfach das Netz nutzen konnten. So, dann mal zu den Themen, die ich eigentlich mit den Schülern besprochen habe. Es sind ja insgesamt 8 Workshops gewesen. Wir haben uns diese 8 Themen ausgesucht, zu denen ich gleich noch mal so ein bisschen was erzähle. Ziel war für uns so, dass Schülerinnen und Schülern die Technologien, die sie täglich nutzen, transparenter gemacht werden sollten. Also sollte darum gehen, halt sie zu befähigen, einfach so die Chancen und Risiken ihres eigenen Handelns im Internet besser einschätzen zu können. Also ihnen irgendwie so ein besseres Gefühl dafür zu geben, was eigentlich so, ja, so hinter dem Bildschirm passiert, wenn sie halt irgendwelche Dinge halt machen. Und das Ganze eben nicht nur aus technischer Sicht, sondern da spielen halt ganz viele Aspekte mit rein, vielleicht auch soziale oder ökonomische. Ihr werdet das gleich sehen. Die Themen dieser 8 haben wir so insgesamt dadurch zusammengesetzt, dass wir uns halt überlegt haben, was sind uns so Themen, die wichtig sind, die wir unbedingt vermitteln wollen bei der Zielgruppe. Und zum anderen haben wir uns halt Gedanken darüber gemacht, was sind halt Themen, die gerade an den Schulen aktuell sind, was fordern die? Für so aus netzpolitischer Sicht war natürlich so das ganze Thema Privatsphäre sehr wichtig. Und aus Schülersicht oder aus Schulsicht war es dann halt eher so, dass es um so Themen ging wie Cybermobbing oder Urheberrecht. Ja, wenn man sich diese Liste genau anguckt, es steht da nicht ganz explizit, aber die ersten 5 Workshops drehen sich alle in irgendeiner Form halt um das Thema Privatsphäre. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu, warum das so ist. Und ja, zu diesen ganzen Themen habe ich dann Unterrichtsmaterialien entwickelt, Workshops entwickelt. Teilweise basieren die auf Unterrichtsmaterial von anderen Initiativen, was veröffentlicht wurde. Teilweise haben wir uns da auch neue Sachen ausgedacht. Ganz am Anfang haben wir uns mal zusammengesetzt, nachdem wir die Themen hatten, und haben uns halt so überlegt, ja, was wollen wir denn eigentlich zu jedem dieser Überschriften eigentlich vermitteln? Was sind so die Sachen, die Schüler daraus mitnehmen sollen? Und haben damals irgendwie so ungefähr 5 Punkte pro Workshop-Einheit definiert. Als ich in den Klassen stand, musste ich dann aber sehen, so, das ist viel zu viel. Ich musste das dann halt leider eher so auf 3 Sachen runterbrechen, die Schüler und Schülerinnen mitnehmen sollten. Ja, eine Herausforderung dabei war halt immer die Tatsache, wie stellt man die Sachen eigentlich der Zielgruppe dar? Einerseits sind das halt relativ komplexe technische Themen oder vielleicht auch soziale Themen. Andererseits hat man nur wenig Zeit, eine Zielgruppe, die eben noch sehr jung ist, und man stand immer so vor der Frage, wie weit kann man das runterbrechen, damit das irgendwie das Anwendungsgebiet noch seriös dargestellt wird, aber die Schüler es eben auch verstehen. Ja, gehen wir die Liste mal ein bisschen durch. Als erstes habe ich mit den Schülern darüber gesprochen, wie das Internet funktioniert. So einfach aus dem Grunde, dass sie einfach mal verstehen, welche Wege eigentlich ihre persönlichen Daten, die sie da halt überall eingeben, zurücklegen, wenn sie das Internet benutzen. Also so Fragen zu stellen, wie kommt zum Beispiel eine Nachricht von einem Smartphone zum anderen? Wenn man das so erstmal in der Klasse stellt, die Frage, wird einem erklärt, wo man bei WhatsApp klicken muss, damit man eine Nachricht absendet. Aber darum ging es natürlich nicht. In dem Workshop habe ich so verschiedene Karten benutzt. Die wurden von Tactical Tech entwickelt. Da sind so unterschiedliche Elemente des Internets abgebildet. Und ich habe mit den Schülerinnen und Schülern einfach mal so
ja, so ein Schaubild entwickelt, wie so ein kleines Puzzle, das wir einfach mal aufgemalt haben. Was braucht man irgendwie für Geräte, damit das Internet funktioniert? Sei es irgendwie Server auf der einen Seite, digitale Endgeräte auf der anderen, Router mittendrin, Unterseekabel und sowas. Und anhand dieses Schaubilds, was wir entwickelt haben, haben wir einfach darüber gesprochen, wie das Internet funktioniert. Also, dass Daten halt über zentrale Server irgendwie gesendet werden müssen, bis die irgendwann einen Empfänger erreichen, und haben in dem Kontext einfach auch darüber gesprochen, warum man halt Informationen, die man ins Internet gestellt hat, also zum Beispiel Fotos, nicht wieder löschen kann. Oder warum halt Daten auf dem Weg durchs Internet einfach an verschiedenen Stellen mitgelesen werden können. Das konnte man durch diese visuelle Darstellung eigentlich sehr gut vermitteln. Ja, wenn man solche Workshops macht und in so einer Klasse ist, fragt man sich natürlich auch immer so am Ende, okay, ich habe jetzt viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt, ist ja auch irgendwie ganz gut gelaufen, aber man fragt sich halt auch so ein bisschen, was bleibt denn da eigentlich hängen bei der Zielgruppe? Ich fand das sehr schön, dass ich dann eine Woche später wieder dahin gehen konnte und am Anfang der Stunde immer fragen konnte, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Erzählt doch mal, wer kann sich an noch was erinnern? Und ja, ich war immer wieder erstaunt, wie viel sie sich gemerkt haben, wie viel Interesse sie an den Themen gezeigt haben, wie sie gut mitgearbeitet haben. Und ihr Fazit aus dem Internet-Workshop, aus dem Einstiegs-Workshop war, haben sich gemeldet und haben alle gesagt so, ich habe gelernt, meine WhatsApp-Nachrichten werden immer zuerst nach Amerika geschickt, bevor sie zu meinem Empfänger ankommen. Ja, im zweiten Workshop haben wir halt über Privatsphäre gesprochen, dass es so auch im ganz klassischen Bereich ganz unterschiedliche Stufen davon gibt. Manche Dinge würde man halt seinen besten Freunden mitteilen, aber keinen anderen Leuten. Andere Informationen darf halt jeder wissen. In dem Kontext haben wir uns dann auch von populären Apps halt mal so Privatsphäre-Einstellungen angeguckt. Aber dadurch, dass wir halt das Wissen aus dem ersten Workshop hatten, haben die Schüler natürlich auch recht schnell gelernt, dass Privatsphäre-Einstellungen natürlich nicht die Lösung für das Problem sind. So ein Anbieter von so einer App hat natürlich weiterhin Zugriff auf alle Informationen, auch wenn man sein eigenes Profil jetzt auf privat stellt. Ja, dann haben wir darüber gesprochen, wie ein Smartphone funktioniert, haben einfach mal so die Unterschiede zwischen Hard- und Software besprochen, haben so ein bisschen App-Berechtigungen theoretisch besprochen, haben das dann aber auch an den Smartphones gleich setzen lassen von den Schülern. Es war ganz schön, wenn sie ihre eigenen Geräte mit in die Schule gebracht haben, konnten sie die Einstellungen gleich wieder mit nach Hause nehmen. Ja, über Sensoren haben wir ein bisschen gesprochen. Ganz wichtig, leider auch sehr schwer zu verstehen, ist dann natürlich das Geschäftsmodell Daten. Also wie finanzieren sich eigentlich diese ganzen kostenlosen Dienste im Internet? Also ich habe einfach in der Klasse mal rumgefragt, was glaubt ihr denn, oder in den verschiedenen Klassen, was glaubt ihr denn, wie sich das finanziert, wo kommt denn das ganze Geld her? Das kostet ja alles Geld, war denen erstmal alles so nicht bewusst, ist natürlich auch sehr schwierig zu verstehen. Es wusste natürlich keiner, wie sie sich finanzieren, aber sie waren alle total begeistert, diese Schüler, einfach sich zu melden und irgendwas vorzuschlagen, irgendeine Idee, die sie hatten. Also in einer Klasse stand ich da und es haben sich alle gemeldet und ich musste weitermachen, weil die Zeit ja auch einfach weiterläuft. Und immer wieder wollte noch wer was sagen und ich wollte die Diskussion auch nicht abbrechen. Mein persönliches Highlight war, dass ein Schüler gesagt hat, er ist der Auffassung, dass das Jobcenter all diese Dienste finanzieren würde. Ich habe ihnen dann natürlich erklärt, dass soziale Netzwerke halt das Geld mit ihren Daten verdienen. Damit waren sie übrigens nicht besonders einverstanden. Wir haben dann halt auch über Passwortsicherheit gesprochen, so ein paar einfache Regeln definiert, Passwörter einfach mal gebildet und haben auch mal einfach Signal als WhatsApp-Alternative. Sie hatten jetzt mittlerweile verstanden, was vielleicht das Problem von anderen Diensten ist, die eher kommerziell ausgerichtet sind. Haben wir also Signal ausprobiert in der Klasse. Sie waren sehr begeistert, dass sie sowas mal im Schulunterricht machen durften. Ja, Urheberrecht. Im Grunde ging es darum, dass man nicht alles im Internet weiterverbreiten darf, aber auch wieder so ein Privacy-Thema. Wir haben einfach das Konzept, das Recht am eigenen Bild mal besprochen. Cybermobbing war so ein Workshop, um den ich mich persönlich überhaupt nicht gerissen habe, dieses Thema zu behandeln, weil ich glaube, da gibt es einfach viele Experten, die dafür einfach viel, viel besser geeignet sind und es ist einfach ein sehr ernsthaftes Thema. Aber so, ja, im Nachgang muss ich eigentlich sagen, hat es fast Spaß gemacht, diesen Workshop durchzuführen, weil die Jugendlichen einfach so ein Interesse daran hatten, weil sie scheinbar schienen viele davon, das einfach in irgendeiner Form schon miterlebt zu haben.
Zum Abschluss haben wir nochmal über Fake News gesprochen. Das war, wie gesagt, das war so im letzten Jahr. Damals war diese ganze Fake News-Debatte in den Medien sehr präsent. Wir konnten das Thema nicht so richtig auslassen. Man kann den Begriff kritisieren, dass der relativ unscharf ist. Aber darum ging es halt in so einem Workshop nicht. Im Grunde ging es halt einfach darum, mal zu klären, wie man so Fake News entlarven kann. Und das ist natürlich einfach durch Recherche der Quellen. Muss man auch einfach immer dazu sagen, auch wenn Fake News jetzt vielleicht so ein besonders modern klingendes Wort ist, das ist natürlich irgendwie kein Internetthema. Also Quellenrecherche sollte eigentlich was sein, das gab es halt schon immer, das gab es schon vor dem Internet, es gab vor dem Internet auch schon Falschnachrichten. Und ich habe das dann mit den Schülern halt einfach mal besprochen. Erstmal allgemein mit ihnen darüber gesprochen, warum es eigentlich Falschnachrichten gibt. So, jeder kann halt Dinge ins Internet stellen. Und habe dann einfach mal im Vorfeld mir ein paar Falschnachrichten oder Fake News aus dem Internet rausgesucht, habe die einfach mal ausgedruckt, habe die den Schülern vorgelegt und habe ihnen halt die Aufgabe gegeben, so, ja, jetzt recherchiert mal, sind diese Nachrichten eigentlich echt oder sind die halt nicht echt? Sie hatten halt wieder alle ihre Smartphones dabei, zumindest einige, und haben dann in Gruppenarbeiten einfach mal losgelegt. Das lief dann halt so ab, dass sie die Überschrift der jeweiligen Meldung haben sie dann einfach bei Google eingegeben. Also wie man Google verwendet, das wussten sie alle, das habe ich ihnen nicht erklärt. Eine andere Suchmaschine kennen sie natürlich nicht. Und ja, was sie dann gefunden haben, als sie als erstes die Überschrift eingegeben haben, natürlich haben sie halt, der erste Treffer ging natürlich dann zu der Falschnachricht selber. Dann haben sie das, was ich irgendwie denen vorher auf Papier ausgedruckt, ausgeteilt habe, hatten sie dann auf dem Display und haben mir das hier ganz stolz gezeigt. Hier, wir haben es gefunden, wir haben rausgekriegt, das ist echt, das stimmt. Da habe ich ihnen dann erklärt, so, dass es ja nicht so einfach ist. Natürlich ist die Nachricht aus dem Internet, das habe ich ja gesagt so. Sie sollen nochmal bitte weitersuchen. Dann haben sie halt meistens irgendwie weitergesucht und kamen dann irgendwie beim zweiten Treffer dann darauf, dass dann halt, ja, irgendeine Gegendarstellung von dieser Nachricht haben sie dann gefunden, wo dann halt im Regelfall drin stand, stimmt nicht, und da stand dann eben auch drin, warum es nicht stimmt. Die haben halt im Regelfall eher so die Überschrift gelesen oder die ersten paar Sätze noch, und dann haben sie zu mir gesagt, so, ja, wir haben es rausgefunden, stimmt nicht. Habe ich ihnen gesagt, ja, aber wir haben jetzt hier Aussage gegen Aussage stehen. Die einen sagen jetzt, sie stimmt, die anderen sagen, stimmt nicht. Jetzt, ich brauche jetzt mal ein paar Argumente, welche Seite denn jetzt eigentlich warum recht haben soll. Und ja, die Kinder sind natürlich sehr jung gewesen, es fiel ihnen wirklich schwer. Also ein Beispiel, was mich erstmal überrascht hat, war, zu einer Meldung gab es halt so als zweiten Treffer eine Tagesschau-Meldung, die das halt widerlegt hat. Da war halt eine komische Meldung von irgendeiner Webseite, die keiner kannte, und dem gegenüber stand die Tagesschau. Und ich habe dann halt gefragt, ja, welches von beiden glauben wir denn jetzt? Aber da niemand von denen so richtig die Tagesschau kannte und wusste, was das ist, fiel es natürlich auch sehr schwer, das dann einzuordnen, was halt da, welcher Nachricht man dann halt glauben wollte oder nicht. Ja, das waren so die Themen, die wir durchgegangen sind. Ich würde sagen, dass das ja Inhalte und Kompetenzen sind, die eigentlich für alle Schülerinnen und Schüler von Relevanz sein sollten. Aber ich behaupte mal, dass sowas an den wenigsten Schulen halt tatsächlich vermittelt wird und dass die wenigsten Schüler sowas erreicht. Also insbesondere halt in dem Stadium, wo sie halt gerade anfangen, ihre Smartphones zu nutzen, wo sie vielleicht schon ein paar Monate haben oder wo halt klar ist, hier in den nächsten Monaten werden sie langsam halt einsteigen und welche von ihren Eltern bekommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie das halt irgendwie weitergeht. Wir oder ich habe das Projekt jetzt halt an einer Schule mit insgesamt ja 6 Klassen durchgeführt. Das Ganze war erfolgreich, hat mir auch irgendwie total viel Spaß gemacht und war auch total super, dass wir dieses Wissen durch Wiederholungen immer weiter vertiefen konnten. Aber das ändert einfach nichts daran, dass es halt in Berlin weit über 1000 Schulen gibt, deutschlandweit viel, viel mehr, und dass genau an diesen meisten Schulen halt diese Inhalte oder diese Kompetenzen halt nicht vermittelt werden. Natürlich gibt es neben der digitalen Gesellschaft oder anderen Organisationen oder natürlich auch engagierten Lehrkräften durchaus irgendwie Möglichkeiten, dass Schüler sowas lernen können, aber es hängt natürlich immer an dem Engagement Einzelner und erreicht eben nicht die breite Masse der Schülerinnen. Wenn man so einen Blick in die Politik wirft, in die Bildungspolitik und sich einfach mal anguckt, was wird denn da diskutiert? Ihr habt das vielleicht mitgekriegt, Digitalpakt ist irgendwie seit vielen, vielen Monaten, poppt das in den Nachrichten immer mal wieder auf.
Es gab diese berühmte KMK-Strategie, Bildung in der digitalen Welt. Aber wenn man sich halt anguckt, was die eigentlich diskutieren, ist es halt im Regelfall immer nur, so im Fall vom Digitalpakt, da geht es darum, wie kriegt man eigentlich schnell das Internet an die Schulen oder wie finanziert man halt eine IT-Infrastruktur an Schulen. Inhaltlich geht es dann halt meistens darum, wie man halt so klassische Bildungsinhalte, die es schon immer gab, mit Hilfe von neuen Medien besser vermitteln kann. Es geht aber nie darum, sich mit diesen neuen Medien oder Technologien an für sich mal auseinanderzusetzen oder gar noch einen Schritt weiter zu gehen, diese neuen Medien halt in irgendeiner Form auch zu gestalten. Dafür brauchen wir natürlich eine gesamtgesellschaftliche Debatte und Schulen sind einfach ein toller Ort, um diese Themen in die Breite der Bevölkerung zu bringen. So, wir wollten dann ein kleines bisschen was Positives dazu beitragen und haben uns halt gesagt, wir haben die Workshops dokumentiert und haben sie unter freier Lizenz auf der Webseite der Digitalen Gesellschaft veröffentlicht. Findet ihr, wenn ihr auf die Webseite von der Digitalen Gesellschaft geht, wie gesagt, all diese 8 Workshops, die ich gerade vorgestellt habe, haben wir da dokumentiert. Das Ganze steht unter einer CC-Lizenz. CC by Share Alike in dem Fall. Und ja, ihr seid also aufgerufen, dieses Material nicht nur zu nutzen, sondern natürlich auch anzupassen und weiter zu verbreiten. Wie gesagt, es ist halt für eine Zielgruppe, die relativ jung ist, die eher so aus einem sozial benachteiligten Gebiet kommt. So möglicherweise muss man für andere Zielgruppen diese Materialien auch einfach anpassen. Wir haben da durchaus immer noch mal so ein paar Kommentare drin, was man vielleicht über das Thema hinaus noch mal behandeln könnte, haben da noch ein paar Ideen und ein paar Links gegeben. Und ja, seht es euch gerne mal an, wenn ihr Interesse habt. Falls ihr Interesse habt, ein solches Projekt mit der Digitalen Gesellschaft an irgendeiner Schule durchzuführen, sprecht einfach mal irgendjemanden an. Also zum Beispiel mich heute Abend oder die anderen Menschen, die... Ja, ich bin schon über meine Zeit hinaus und möchte jetzt noch ein kleines Fazit ziehen. Zusammenfassend nach den Workshops muss ich einfach feststellen, die Zielgruppe ist technikbegeistert und es mag vielleicht ein bisschen schwieriger sein, sie mit diesen Themen zu erreichen, aber ich muss halt auf jeden Fall sagen, das ist möglich. Technik ist deren Lebenswelt und die haben auf jeden Fall Interesse, sich damit auseinanderzusetzen. Deshalb kann ich auch nur an alle Lehrer oder Bildungsverantwortlichen halt appellieren, nutzt doch einfach mal diese neuen Technologien in eurem Unterricht, in welcher Form auch immer. Die Schüler sind auf jeden Fall begeistert davon. Mit der Entwicklung der freien Lehrmaterialien möchten wir dazu beitragen, die Hemmschwelle bei Lehrkräften herabzusetzen, sich mit netzpolitischen Themen zu beschäftigen und diese in den Unterricht aufzunehmen und in die Breite der Bevölkerung zu tragen. Es geht nicht darum, Dinge als richtig oder falsch darzustellen, sondern es geht darum, gesellschaftliche Debatten rund um die Digitalisierung anzustoßen. Danke. Dankeschön. Gibt es Fragen oder Beiträge? Ah. Hi Tag, also erstmal tausend Dank, was du da an den Start gebracht hast. Echt cool, Respekt. Hast du auch mal mit den Lehrkräften geredet? Also haben die gesagt, hey cool, jetzt haben wir auch das Material? Oder also man könnte sich ja vorstellen, dass die quasi genauso viel gelernt haben wie die SchülerInnen. Oder wie war da das Feedback? Haben die gesagt, oh super, das weiß ich auch alles, ich habe aber keine Zeit, denen das irgendwie beizubringen oder so? Wie waren da so deine Erfahrungen, wie so der Lehrkörper sich so verhalten hat? Es ist natürlich schwierig, alle Lehrkräfte so über einen Kamm zu scheren. Also im Regelfall war es halt so, die Lehrkräfte saßen in meinen Workshops mit in den Klassen, die haben sich das halt mit angehört. Teilweise haben sich so ein bisschen um die Schüler gekümmert, wir haben natürlich auch viele Gruppenarbeiten gemacht. Teilweise war es aber auch so, dass ich bei Lehrkräften auch mal das Gefühl hatte, dass sie selber vergessen haben, dass sie irgendwie jetzt gerade keine Schüler sind und haben dann, was weiß ich, bei Passwortsicherheit total viel gelernt oder so und waren dann ganz überrascht, dass man an unterschiedlichen Ecken irgendwie unterschiedliche Passwörter nutzen soll. Ganz unterschiedliche. Also manche Lehrer haben sicherlich viel gelernt, manche haben glaube ich so ein bisschen gesagt, es ist total wichtig, dass ihr das macht, aber ich habe keine Ahnung davon.
Ich denke, da gibt es halt Lehrer, die haben sicher da irgendwie was rausgezogen. Ich denke halt, andere sagen irgendwie so, ja, ist nicht meine Themenwelt. Noch weitere Fragen? Ganz kurz, du hast am Anfang erwähnt, dass du so Karten verwendet hast, um das Internet zu erklären von Tactical Tech. Ist das dieses Data Detox Kit von denen oder unter welchem Namen findet man das? Ich weiß, dass auf der gleichen Webseite auch das Data Detox Kit ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch dazu gehört. Es ist auf jeden Fall in den Lehrmaterialien verlinkt. Also okay. Überschriften sind irgendwie How the Internet Works oder okay. So. Cool, danke. Ja, dann Dankeschön. Sehr gerne.